Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Battle Isle, der Andosia-Konflikt oder BTUF, The Andosian War. Was mache ich? Ah ja, genau, die Flugzeugträger. Macht das Sinn? Eigentlich möchte ich ein paar Genome hier behalten, um in der Not die Heimat verteidigen zu können. Zwei sind hier noch drin, zwei habe ich da, das heißt vier sind zu Hause. Ich habe eigentlich zu wenig Genome. Ich habe vier zu Hause und vier in der Front. Ich brauche nochmal vier. Ja, ich glaube, das kann nicht schaden. Weil davon kann man echt nicht genug haben. Ja, genau. Forschung läuft. Die Listen sind voll. Ansonsten brauche ich ja eigentlich auch nichts zu bauen. Schiffe werden gebaut. Ich überlege schon die ganze Zeit, ob ich eine zweite Werft daneben... Ach, hier ist noch ein Genom. Oh, na gut, egal. Habe ich irgendwie einen Überschuss. Eine zweite Werft würde wahrscheinlich Sinn machen, weil ich ja eigentlich vorhabe, da drüben mit Schiffen mal so richtig auf den Putz zu hauen, aber... Bin mir nicht sicher. Ja doch, ich glaube, es macht schon Sinn. Ich baue jetzt einfach mal eine zweite Werft. Ich weiß gar nicht, wie teuer sind die Dinger denn? 5000... Gut, Energie ist eh Pillepalle. Energie kriege ich ja für lau. Ist ja erneuerbar. Ja, komm. Ansonsten, die ganzen anderen Rohstoffe sind ja... Moment, wie drehe ich das? So drehe ich das. So, zweite Werft. Ach, da muss ich noch so eine Röhrenverbindung bauen. Hab ich jetzt, obwohl ich keine sehe, aber offenbar hat das irgendwie eine Direktverbindung mit der Wasserpumpstation gemacht. Weißt du Bescheid. Okay, Moment, den schicke ich gerade nochmal dahin. Keine Ahnung, frag mich nicht, ich habe sonst nichts Besseres zu tun, warum ich das hier mache. Flugzeugträger, ja. Der hat natürlich jetzt nicht viel Sinn. Gut, dass ich einen habe. Ja gut, ist immer gut, einen als Ersatz zu haben. So ein Flugzeugträger, das sollte man sich immer in den Keller stellen. Falls mal irgendwie Not am Mann ist, hat man hier noch... Kannst immer sagen, hier, guck mal, ich habe noch einen Flugzeugträger auf Halde. Okay, ich plane noch mal ein bisschen. Noch einen, nee, nicht zerstören, Schlachtschiff. Ich habe zwei U-Boote im Moment. Nur noch eine Minute bis zum Ende des Zuges. Ja, ja, Lady, quatsch mich nicht voll. Ich habe, wenn das hier fertig gebaut ist, habe ich zwei U-Boote. Ich habe dann, wenn das fertig ist, zwei Schlachtschiffe, drei Schlachtschiffe hier. Dann baue ich noch ein Schlachtschiff. Habe ich vier Schlachtschiffe. Zwei U-Boote. Dann baue ich nochmal zwei U-Boote. Nee, ein U-Boot. Egal. Wird ja noch ein Weilchen dauern, bis der Kram fertig ist. Guck mal, hier ist auch noch ein Luftüberlegen als Jäger. Ich habe noch zwei mehr, als ich dachte. Habe ich noch vielleicht irgendwo einen geparkt, den ich vergessen habe? Ich glaube nicht. Da waren es nur noch 11.000 Eisenerz. Geht schneller, als mir lieb ist. Gut, genau. Einheit beschädigt? Warum? Da oben, da ist irgendeine Artillerie. Welche Einheit hat er beschädigt? Natürlich mein Zerstörer. Boah. Alter Schwede, den hat er aber ganz schön runtergeschossen. Okay, da geht ein Genom dahin. Sonst sehe ich gerade keine Flugzeuge und da ich ein Radar habe, müsste ich ja eigentlich alle sehen. Blöd, dass ich die da oben jetzt nicht sehe, die Einheiten. Da müssen gleich nochmal die Exterminators ein bisschen spähen. Aber das war mies, da hat er meinen Zerstörer ganz schön getroffen. Ihr taktischer Zug hat gerade begonnen. Puh, der saß. Ah doch, jetzt sehe ich sie wieder. Okay, ja, pass auf, dann gebe ich mal einen Schuss ab nach da oben. Ein Forschungsauftrag wurde abgeschlossen. Mit meinem Zerstörer. Naja, das sind diese Kanonen, die der abfeuert.
Klingen etwas merkwürdig, aber... passt schon. So, und das U-Boot haut auch nochmal ordentlich rein. Ich überlege gerade, das U-Boot hat wie viele Schüsse? Es hat zwei, wenn es sich nicht bewegt. Dann feuere ich einmal auf den. Mir wird einfach die Rakete in den Himmel geschossen. Bam, Junge. Und einmal auf den hier. Dann müsste da oben alles in Asche liegen. Sieht schon geil aus. Genau. Dann hätten wir das erledigt. So, der kann sich jetzt natürlich gar nicht mehr bewegen. Und der hier hat den da in Schussreichweite. Aber ich habe noch keinen Speer. Moment, dann schicke ich mal einen Exterminator dahin. Wir haben ja jetzt, haha, keine Luftabwehr mehr. Jawohl. So, jetzt gucken wir mal, was das Schlachtschiff macht. Ob das mit Raketen schießt, ob das mit Panzerfäusten. Ne, auch Raketen, auch. Marschflugkörper, glaube ich, nennt man sowas. So, wie viel Schaden macht das? Reichlich, reichlich. Ja, wir sind natürlich genau drin. Moment, wenn ich einen Schritt zurückschwimme, fahre, müsste ich eigentlich... ah, weiß ich nicht. Schwer zu sagen. Vielleicht trifft er mich, vielleicht nicht. So, aber der muss auf jeden Fall zurück und auftanken. Energie kann ich ihm geben, aber reparieren kann man den nur in einer Werft, wenn ich das richtig sehe. So, wie viel Energie verbraucht denn so ein Schuss überhaupt? Ja, geht aber, hält sich in Grenzen. Ist tragbar. Oh, falsche Richtung. So, das sieht komisch aus. Was wird der dagegen fahren? Ja, die Artillerie muss weg. So viel steht mal fest. Ich glaube, gegen Flugzeuge bin ich jetzt relativ gut abgesichert. Das heißt, ich kann jetzt langsam mal anfangen. Tod und Zerstörung über den Feind zu bringen. Oder so. Sehr gut. So, das ist nur ein Speer. Der, ach, da steht noch eine Einheit. Moment. Ja, nee, die lasse ich mal stehen. Sind gut, falls doch noch Luftabwehr kommt oder Flugzeuge von ihm. So, die Vultures, genau. Die würde ich gerne noch was weiter nach vorne ziehen. Ja, der hat die Hütte schon in Reichweite. Der macht mal Platz, damit der hier noch kommt. So, jetzt machen wir mal... jetzt machen wir mal Bumm. Und? Ah, oh, guck mal, wie viel da noch fehlt. Oh, oh Mann. Ah, kann ich vielleicht doch noch irgendjemand? Der hier kann auch schießen. Ah, komm, gib's ihm. Hahaha, geil, mit dem Maschinengewehr zerschossen. Da geht die erste Fabrik hinüber. Sehr gut. Das war mein Plan. Ja, ich muss natürlich gucken, dass ich hier links und rechts mich jetzt ein bisschen schadlos halte, weil die haben eine blödsinnige... diese Einstars haben so eine irre Reichweite. Können über die halbe Insel ballern. Und wenn hier rechts auch noch eine steht... Moment, das kann ich aber gerade mal checken. Mache ich hier mal einen kleinen Aufklärungsflug. Ja, genau, da haben wir nämlich... genau. Hier ist eine Einstar. Und da ist eine Einstar und die decken den kompletten Bereich hier ab. Das ist unglaublich. Ja, die müssen natürlich weg. Problem ist... genau, dahinter ist noch eine Medusa. Solange ich nicht gesehen werde, ist das alles schön. Und gut. Aber... sobald mich hier einer ausspäht, habe ich ein Problem. Okay, Moment. Ich habe hier ein U-Boot und ich habe einen Zerstörer... kein Zerstörer, ein Schlachtschiff. Dann, aha, Schlachtschiff, hierhin bitte. Und danach müsste ein U-Boot kommen, oder? Gerade nochmal nachprüfen. Ja, danach kommt ein U-Boot. Okay, dann schicke ich die einfach anders um die, andersrum um die Insel rum, weißt du Bescheid. Damit die hier mal ein bisschen auf den Putz hauen.
Die jeweils kriegen den Exterminator als Späher mit und dann müsste das eigentlich funktionieren. Dann müsste ich da so nach und nach sämtliche Küstenverteidigung zerschießen können. Und hier innen kämpfe ich mich mit meinen Bodeneinheiten durch. Ja, es könnte funktionieren. Es könnte funktionieren. Obwohl, wie gesagt, das hier eigentlich gar nicht mein Auftrag ist, aber... habe ich einfach Bock drauf. Keine Ahnung, ich habe sonst immer so gemacht, wie ich es jetzt geplant hatte, mit diesen Routen hier, die ich jetzt auch schon außen um die Insel rumgelegt habe, damit ich hier nicht rüberfliegen oder vorbeischwimmen muss, zu nah. Fahren, mit Schiffen fährt man schwimmt nicht. Aber ich glaube, es macht viel mehr Spaß, hier alles platt zu machen und dann einfach quer drüber. Vielleicht kann ich hier sogar was bauen. Das wäre cool, wenn ich die Insel einfach einnehmen könnte und als zusätzliche Wirtschaftsinsel einnehmen. Ich bezweifle es. Interessant ist auch, dass er hier keine Vorkommen hat, also kein Eisenerz oder sowas. Im Grunde hat er hier nur Wasser. Ja, er hat Stahlwerke, aber er hat im Grunde kein Eisen. Also keine Vorräte, jedenfalls keine Vorkommen. Vorräte wahrscheinlich schon. Egal, ich mache mir wieder viel zu viele Gedanken. Ich schaue nochmal nach meinen Forschungseinrichtungen. Genau, den wollte ich noch bauen. Dass der Spider ein bisschen besseren Akku bekommt. Den Hafen kann ich aber nicht erforschen, oder? Das ist die Eisenerzmine. Das ist die Fabrik für Flugzeuge. Ein Forschungsauftrag wurde abgeschlossen. Was denn? Fabrik für Flugzeuge? Ach, guck mal, jetzt habe ich sogar hier... kann ich die Kampfhubschrauber aufwerten. Wer es braucht. Ah, ich kann Kometen bauen. Also noch nicht, aber... das ist gut, das ist sehr gut. Dafür brauche ich was? Flugabwehrraketen? Nehme ich... so, was ist das hier? Plasma-Munition? Was kann ich denn damit bauen? Aber das wird auch nochmal wichtig. Die schmeiße ich mal hier in die Liste mit rein. Gut. Okay, Orca braucht noch 4 Minuten. Schaffe ich in diesem Zug also nicht mehr. Ist sowieso, glaube ich, wesentlich schneller als das Schlachtschiff. Der hier hat alles aufgebraucht. Die auch. Ja. Beenden wir die Runde mal. Was? Wo? Warum? Ja, genau. Er hat mich doch noch drin gehabt. Okay, wie viel Schaden macht die? Oh, fast gar nichts. Dann hat er wahrscheinlich nicht richtig getroffen. Gut, dafür schicke ich den aber nicht zurück. Für das bisschen Schaden schicke ich das Ding nicht zurück. Ja, der hat doch eine deutlich größere Reichweite als... zumindest als das U-Boot. Mal gucken, Moment. Der hier hat die Reichweite genau bis zum Schlachtschiff und der, ja, ein bisschen darüber hinaus. Ja, ein bisschen größere Reichweite als ein Zerstörer, das U-Boot. Ihr taktischer Zug hat gerade begonnen. Ja, das U-Boot hat fast die gleiche Reichweite. Na gut, okay. Also, hauen wir hier nochmal richtig drauf, oder? Soll ich hier mit einem U-Boot angreifen? Ja, komm. Ich glaube, das U-Boot ist schneller. Wenn der jetzt trifft, dann müsste es das gewesen sein. Jawohl. Sehr gut, dann weiterspähen. Wisst gern, was auf dem nächsten Plateau da vorne ist. Jawohl, Medusa. Gut, das reicht mir eigentlich schon. Ich sehe, da ist was. Oh, da ist sogar... oh, Moment, da ist eine schwere Artillerie. Da muss ich aufpassen. Ah, da muss ich aufpassen. Sekunde, dann habe ich hier einmal einen raus. Ich finde das so geil mit den Raketen. Das sieht so cool aus. So, und dann ziehen wir uns mal aus der Reichweite der Iron Stars zurück. Jawohl. So kriegen wir sie. Stückchen für Stückchen. Ich muss nur aufpassen, dass mein Exterminator mir hier nicht zerschossen wird. Ich
glaube, ich schicke denen jeweils noch ein Genom mit. So als Notfallverteidigung. Gerade mal gucken, da haben wir die erste Sichtung. Genom hinterher. Genau, da werden sich dann meine Schiffe drauf konzentrieren. Die habe ich schon zerschossen. Das heißt, solange ich mich hier unten links halte, müsste ich eigentlich ohne Probleme da durchkommen. Immer weiter, Sir. Ja, so viel zum Linkshalten. Da geht es schon links gar nicht mehr weiter. Moment, kann ich dieses Gebäude hier... Okay, das ist nicht so viel. Aber wo habe ich denn meinen Magpie? Dein Einsatz, mein Freund. Na komm. Jawohl. Wo ist er denn? Ah, hier. Versteckt sich unterm Flugzeug. Jawohl. Na gut, nächste Runde sammelt er den ein. Ja, Sir. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, die drücken mal ein bisschen nach. So. Das tut weh. Ja, ja, ich weiß. Es ist schwer, schwer verwundet, die Arndt. Ich sollte vielleicht mal gucken, bevor mir das irgendjemand komplett zerschießt, dass ich meine Energie hier noch aufbrauche. Wenn die Energie komplett aufgebraucht ist, kann ich das Ding ja auch verschrotten. Oder nach Hause schicken, wäre eigentlich zu schade, um das Ding zu verschrotten. Sir? Immer weiter, Sir. So, das haben wir, das haben wir. Dann das Schlachtschiff soll hier rum. Da. Das U-Boot folgt unauffällig. Und hier wird als nächstes, genau, nächstes Spider gebaut. Kann ich brauchen. Okay, Forschung läuft. Ich glaube, das war's schon wieder. Oder? Die hatten doch schon gefeuert hier. Ja. Okay, das geht jetzt natürlich relativ langsam, Zug um Zug. Ich muss vielleicht mal gucken, dass ich hier für Energienachschub sorge. Das mache ich am besten, indem ich zwei Arns jeweils hinten vollgetankt vorhalte und zwei Arns vorne lasse. Ist die Frage, ob ich hier noch so viele Arns rumstehen habe. Und kann ich nicht irgendwie die Namen... Ah ja. Mit N kann ich die Namen anschalten. Da muss ich nicht... Es ist auch nicht viel übersichtlicher, um ehrlich zu sein. Naja gut, die Arns haben natürlich diesen roten Strich da über sich. Relativ leicht zu erkennen. Hier habe ich 1, 2, 3, 4, 5 und da vorne nochmal 2. Macht 7. Ich glaube, ich baue nochmal 2. Die habe ich auch noch nicht aufwerten können, die Arns. Die sind immer noch, im Urzustand. Hier kann ich noch aufwerten. Kann wieder losgehen. Okay, man kann es auch übertreiben. So, ich wollte hier eigentlich irgendwo... Kann wieder losgehen. Irgendwo hinschicken, wo ich die leicht von einem Flugzeug aufladen lassen kann. So, Platz hier. Die Pipeline-Verbindung wollte ich nicht. Ich wollte den Snake haben, genau. So, dann schicke ich eine Arndt dahin. Ah, nee, weißt du was? Ich mache das genau andersrum. Kann ich hier landen? Moment, hier kann ich tatsächlich landen. Wieder auf dem Boden. Das ist natürlich, okay. Ja. Na gut, egal. Hallo? Würden Sie sich bitte bewegen? Dahin, wo ich... Hallo? Ich habe dahin geklickt. Danke. Ach, wegen dieser Pipeline-Verbindung kann ich da nicht landen. Egal. Also, ich lade mir einfach zwei ein. Es kommen nämlich einfach die beiden. So, und die schicke ich dann jeweils hin und her. Wenn die Energie von denen da vorne aufgebraucht ist, werden die ausgetauscht. Beziehungsweise die beiden sind ja auch schon
beschädigt. Die hier schon relativ stark, die noch nicht so wirklich. Oh, das ist gut. Das ist gut. Hier kann ich noch ein bisschen Energie lassen. Oh, eine Aufwert. Ah, stimmt, ich kann die aufwerten. Oh, sehr gut. Das ist natürlich sehr gut. Okay. Ja, ein bisschen Energie haben wir jetzt noch rausgehauen. Es geht nicht mehr viel weiter, Sir. Erwarte Ihre Befehle. Ja, die ist eigentlich noch okay, aber ich tausche die trotzdem aus, weil ich hab drauf geschissen. So, Moment, ich wollte gerade nochmal gucken, wo werden die denn hingebracht? Oh, Moment, das sind die falschen leichten Fabrikeneinheiten. Hier, wo werden die denn hingebracht, wenn die fertig sind? Ins Hauptquartier, das passt. Das ist okay. Ein Forschungsauftrag wurde abgeschlossen. Das ist schön. Was haben wir denn noch? Ja, so langsam komme ich an die unwichtigeren Einheiten. Der ist noch schön, der Vulture und den Buggy würde ich gerne noch aufwerten. Und das hier, genau, den muss ich unbedingt noch machen. Dafür brauche ich aber diese hier. Was im Moment wird Eisenerzmine und der Torgos. Torgos ist die schwere Artillerie. Jawohl, schwere mobile Artillerie. Fabrik für Flugzeuge. Warum ist hier ein Ausrufezeichen drüber? Das Zielgebäude hat keine freien Lagerslots mehr. Ach so. Die werden in die... Aha. Ja, dann lad die einfach hier aus. Genau. Einfach in die Luft pumpen. Verstehe. Ja, die werden natürlich normalerweise noch da geliefert, aber da ist voll. Ich brauche eigentlich noch einen Flughafen. Ja, wobei das auch Verschwendung ist. Ach, meine zweite Werft, ich trottel. Moment, hier werden zwei Spider gebaut, dann kann ich hier noch zwei Schlachtschiffe bauen. Die kann ich mir dann hier wieder aus der Liste rausholen. Baue ich hier doch noch ein U-Boot und danach... Nur noch eine Minute bis zum Ende des Zuges. Hier noch ein Schlachtschiff und hier noch ein U-Boot. So, scheiß drauf. Scheiß was drauf, ich habe es doch. Was ist mit dem? Ach, der ist durch. Der ist auch durch, der ist auch durch. Die sind auch unterwegs nach da. Hier habe ich meine Luftaufklärung. Ja, läuft. Ihr taktischer Zug hat gerade geendet. So, gerade nochmal Pause. Zum Glück habe ich das gerade gesehen. Die Zeit ist schon wieder rum. Ich habe irgendwie das Gefühl, es passiert gar nichts während während dieser 20 Minuten Folgen hier. Aber so langsam aber sicher geht es halt doch vorwärts. Es ist halt einfach ein langwieriges Spiel. Vielleicht spiele ich auch einfach zu vorsichtig, aber ich möchte halt echt diese Einheit nicht verlieren, weil man sieht es ja, ich habe wirklich nicht so viel Stahl und ich habe jetzt auch noch nicht so riesig viele Seeeinheiten. Flugzeuge habe ich auch nicht übermäßig viel. Ich habe viel zu viele Landeinheiten. Aber das Problem ist, ich kann die halt nicht so 1:1 wieder gegen Stahl eintauschen. Also, wenn ich davon ein paar loswerden könnte, dann würde ich das glatt machen. Aber dafür ist es mir aber auch so ein bisschen zu unübersichtlich, weil ich weiß ganz ehrlich nicht, wie viele Panzer ich habe. Ich müsste jetzt anfangen, die hier per Hand zu zählen. Mir wäre halt irgendwie so eine Liste von Einheiten wäre mir ganz lieb, aber ich fürchte, die gibt es nicht. Ich kann das Hauptquartier auswählen, ich kann so eine Schnellproduktionsliste sehen. Hier sieht man, ich habe meine beiden Akademien mit den Forschungsaufträgen, die gestapelt sind, meine Werft mit den Bauaufträgen, die gestapelt sind, hier die andere Werft. Hier baue ich gerade noch drei Flugzeuge, aber ich sehe halt nicht, was ich an Einheiten insgesamt habe. Das hier ist dieser Pfadmodus. Das ist einfach nur Hilfe. Hier kann ich draufklicken, da steht dann Samurai, Voraussetzungen und so weiter. Hilft mir aber nicht. Hier kann ich einen Wetterbericht angucken. Ist wichtig. Klar, da sind die Sonnenkraftwerke sinnvoll. Dann haben wir den Wind, Richtung und Stärke für die Windkraftwerke, Gezeitenkraft und so weiter. Und das ist die Vorhersage für die verschiedenen Uhrzeiten. Und das sind meine Missionen.
Mehr gibt's hier nicht, wenn ich das richtig sehe. Was ist das hier? Zwischen Wirtschaft und Kampfinsel wechseln? Ja, das ist Space, genau. Das macht das Gleiche. Und hier kann ich zwischen den einzelnen Einheiten durchschalten. Allerdings sieht man gerade, wie sinnvoll das ist. Weil es manchmal einfach mitten in der Botanik landet. Damit beende ich die Runde. Ja. Mehr gibt's nicht. Mehr kann ich nicht anklicken oder auswählen. Hier noch die Karte. Die kann ich wegtun und auch wieder herholen. Das war's. Das ist die ganze Oberfläche. Von daher... Was macht der denn hier? Spaßvogel. Was soll das denn werden? Okay, ja, ich fürchte, er hängt jetzt schon wieder irgendwo. Das ist natürlich blöd. Ich hoffe, er hängt mit diesem Flugzeug hier. Obwohl ich nicht wüsste, warum, weil eigentlich ist doch alles frei. Oh Mann, ich hoffe wirklich, er hängt nicht mit irgendeiner Einheit, die ich nicht sehe. Weil dann können wir uns wirklich auf ein langes, sehr langes Spiel gefasst machen. Dann würde er nämlich jedes Mal die komplette Rundenzeit komplett ablaufen lassen. Das kann dauern. Na, mein erster Spider ist schon fertig. Trogos wird geforscht. Ja, passt schon. Also im Moment warte ich nur darauf, dass ich wieder an den Zug komme. Das im Moment ein bisschen schlecht aussieht. Die erste kleine Fabrik habe ich ihm schon zerbombt, aber man sieht ja, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Wobei ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt Sinn macht. Ob es nicht vielleicht eher sinnvoll ist, wenn ich ihm das Hauptquartier direkt zerstöre. Also einfach mit allen Einheiten hier mitten durchpesen und dann voll aufs Hauptquartier. Weil ich nicht weiß, ob dann nicht sofort diese Insel quasi leer ist und geräumt wird und alle Gebäude quasi verschwinden. Bin ich mir nicht sicher. Müsste man mal ausprobieren. Dann könnte ich mir sogar... Ja, wohl, Moment. Also diese Artillerie hier müsste ich noch vernichten, weil sonst komme ich hier nicht ordentlich durch. Und da oben die Artillerie ist verschwunden. Ja, weil es Nacht ist und meine Sichtreichweite extrem abgenommen hat. Aber guck mal an. Vorher hatte ich den da oben noch im Blick von hier aus und jetzt kann ich gerade mal bis hier gucken. Krass. Den habe ich aber noch im Blick. Komisch. Ja, ja. Kann im Moment leider nichts machen. Wollte auch eigentlich schon vor 5 Minuten die Folge beenden. Gut, dann mache ich das jetzt hier und ich fange wieder an, wenn ich wieder am Zug bin, weil offensichtlich hängt der hier. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.